Und zwar müssen wir dann in zum Malasada laden. Ist doch nicht das schon. Das Pokémon scheint dir etwas geben zu wollen. Nimmst du es an? Ja. DM21 Frustration. Da bist du ja. Das Kommandutan, das ist mein Partner, Pango. Allerdings kann es mich nicht recht leiden. War schon immer so, seit wir uns kennen. Es verschwindet auch öfters mal einfach so. Keine Ahnung, es ist wohl irgendwie frustriert. Aber ich darf es dann immer suchen gehen. Könnte es sein, dass es dir etwas gegeben hat? Ja. Nicht zu fassen, Pango. Die war bei uns im Tresor eingeschlossen. Kommandutans sind schlaue Pokémon. Den hat sie sicher ohne Probleme alleine aufbekommen. Naja, was soll's. Du kannst sie behalten. Mach damit, was du willst. Das ist sicher noch der Einfluss von seinem alten Trainer, einem Gelegenheitsdieb. Pango lässt wirklich alles mitgehen, was nicht irgendwo festgenagelt ist. Dementsprechend groß sind die Scherereien, die ich dauernd mit ihm habe. Aber ich kann es ja nicht einfach links liegen lassen und darauf hoffen, dass sich der alte Trainer irgendwann wieder blicken lässt. Sorry, dass ich dir hier meine halbe Lebensgeschichte erzähle. Hier, vielleicht macht es das ja wieder gut. TM27 Rückkehr. Ich hoffe jedenfalls, dass Pango sich eines Tages fängt und nicht insgeheim nur darauf wartet, dass sein alter Trainer zurückkehrt. So, damit haben wir TM27 und TM21 bekommen. Okay, weiter geht's mit TM23 Katapult. So, jetzt muss ich wieder gucken, wo das sein soll. So, ich muss gerade nochmal wieder extrem leasen. Ich suche gerade, wo zum Teufel. Wo soll das sein? Tenkarat-Hügel. Sagt mir gar nichts. War das vielleicht doch hier? Da ist er doch. Tatsächlich der hier. Wäre ich nie drauf gekommen, sage ich euch. Ich dachte, habt das für mich hat es sich immer nach was anderem angehört. Was schon das hier?
Liegen aber viele Items rum. Aber. Noch nicht das, was ich gesucht habe, aber. Es wird hier sein. Da bin ich mir sicher. Tada. DM23 Katapult. So, dann kann man nämlich das hier auch löschen. So, dann das nächste ist die Strandhöhle. Wieder mal kein Plan, wo die sein soll. Die Meereshöhle. Oh, das ist so grausam. Alter, ich find's nicht. Oh, ich hab's ja. Da hinten ist die Strandhöhle. Dass man da einfach vorne in den Klammern nicht reinschreiben kann, auf welcher Map. Ich muss die blöde Höhle aber auch erstmal finden. So. Eine Riesenperle. So. GM24 Donnerblitz. Ja. Daran habe ich mich nämlich noch erinnert, dass die irgendwo an so einer blöden Höhle drin war. Und ganz, ganz viele haben mich auch immer gefragt, wo zum Teufel ist Donnerblitz, wo zum Teufel ist Donnerblitz? Hier ist Donnerblitz. So, dann wäre die erste wollte ich schon sagen, Website, nein, nicht die erste Website, aber die erste. Scheiße, scheiße, scheiße. Die erste Seite wäre fertig. So, der nächste wäre auf Route 14. So, okay, da unten irgendwo. Beziehungsweise hier, oder? Oh. Alles voller Quabbel. Nicht doch, ich kann mich nicht mehr bewegen. Die greifen an.
Erledigt. Die Quabbel sind in den Wellen verschwunden. Puh, das war knapp. Vielen Dank. Hättest du nicht so beherzt eingegriffen, wie ich in dieser prekäre Lage gekommen bin. Tja, eigentlich wollte ich ja nur ein einzelnes Quabbel fangen, aber dann hat es plötzlich seine Artgenossen zu sich gerufen. Ich weiß ja, dass sie nur spielen wollten, aber wenn man etwas von dem Gift aus ihren schleierartigen Armen abbekommt, wird man dir nichts gelähmt. Aber ein Gutes hatte die Sache ja dann doch. Ich habe dich getroffen. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Mann, mein Herz schlägt immer noch so schnell von der ganzen Aufregung. Oh, fast hätte ich vergessen, dir etwas für deinen mutigen Einsatz zu geben. Hier, nimm diesen Fatumknoten als Erinnerung an unsere schicksalhafte Begegnung. Von ihm bekommt man den Fatumknoten, okay. Also dann, man sieht sich. WTF? Von ihm? Hier habe ich einst um die Hand meiner Frau angehalten, jetzt weilt sie nicht mehr unter uns. Okay, warum sagst du mir das? Etwas creepy, aber gut. Veteran horcht. Okay, mit einem Wälzer. Kreuzschere. Bin ja echt gespannt auf das Pokémon für Nintendo Switch. Ich hoffe auf so ein richtiges, wie soll man sagen, 3D-Pokémon. Glaube aber, es wird irgendwie wieder so ein Mashup oder wie man es nennen möchte, so ein TM30 Spukball im Übrigen. So ein Ranger oder Mystery Dungeon oder wie heißt das andere Pokémon? Nicht Tekken, sondern Pokémon, wie heißt das? Mit diesen kleinen aufziehbaren Figuren, wie heißt denn das? Pokémon Rumble, glaube ich, oder sowas, oder Pokémon Smash? Ach, keine Ahnung, irgendwie so. Hieß es auf jeden Fall. Also ich glaube, es kommt kein richtiges Pokémon für die Nintendo Switch. Ich kann es mir kaum vorstellen. Weil die Nintendo Switch hat doch gar nicht dieses drahtlose Verbinden, oder? Ja doch, vielleicht. Man kann ja mit anderen Leuten in der Nähe, glaube ich, spielen. Oder? Ja, vielleicht. Aber trotzdem. Also ich kann es mir kaum vorstellen. Ich würde mir zwar wünschen, dass es so... Warte mal, ich gehe ganz normal auf die Route 7 für die nächste. Wo ist denn die? Route 5? 9? Wo ist denn 7? 7. Okay. Ich würde mir zwar wünschen, dass es so eine Art, wie soll man sagen, also so richtig wie mit Story und allem, mit wirklich Vertonung und so ein Scheiß. Halt, da drüben komme ich wohl noch hin, den Stein. Wäre ziemlich geil, wenn es so wie bei Legend of Zelda wird. Also wie so ein richtiges 3D-Spiel mit also das ist ja jetzt schon 3D, aber ihr wisst, was ich meine. Also so richtig wie die Animes sozusagen beim Pokémon. Also wie die Serie. Oh, halt, da komme ich gar nicht hoch, gell? Nein. Wie die Serie, dass es wirklich so richtig, richtig geil wird. Das wäre super mega, wenn sie das machen würden, aber dann am besten halt mit auch einem Pokémon. Oh ne, das ist ein Pokémon. Mit einem neuen. Es müssen dann wirklich nicht mal neue Pokémon sein, die es im Spiel gibt. Es wäre nur was Wichtiges. Es wäre nur wichtig, was Neues zu erzählen. Das wollte ich damit sagen. Ich habe mich hier noch schnell oben nicht, dass es hier gleich nochmal irgendwie eine TM rumliegt. Und ich hier jetzt abhaue und dann nachher wieder herkommen muss. Aber so wie es aussieht, gibt es ja nur eine. Genau. Also, es muss ja nicht mal neue Pokémon geben. Rein theoretisch könnten sie mit den Pokémon, die jetzt existieren, könnten sie jetzt schon ein super Pokémon-Spiel machen.
einfach in der neuen Welt, von allen Generationen irgendwie da rein verteilen. Und schon werden die Leute glücklich irgendwie. Eine geile Story drumherum machen. Schöne Umgebung machen. Aber ich kann es mir kaum vorstellen, dass da sowas Gutes rauskommt. Doppelteam. Team 32. So ganz kurz, ich gucke nur ganz kurz nochmal nach, ob es hier auf Route 7 noch irgendwas gibt. Nein. Okay. Nächste ist im Canyon von Pony und zwar TM35 Flammenwurf. Ich gehe jetzt extra von der Rückseite hin, sonst müsste man doch den ganzen Canyon latschen, da habe ich keinen Bock zu. Deswegen latschen wir halt kurz durch die Prüfungshöhle. Auf jeden Fall, ich würde mich mega drüber freuen, auch wenn es so aussehen würde, freue ich mich drüber. Aber es soll halt ein richtiges Pokémon-Spiel werden und kein Ranger oder sonst irgendein Dreck, was es sonst da gibt. Wirklich, ich habe bis jetzt noch keinen Ansatzpunkt mehr gespielt. Das Rumble oder sowas auf der Wii und auf dem 3DS, wie auch immer das heißt, ich glaube, das hieß Rumble, habe ich mal gespielt, aber auch das gefällt mir nicht wirklich. Ich hoffe, da kommt wirklich ein richtiges Pokémon bei raus. Aber bin momentan noch kritisch, weil wie gesagt, die sagen zwar, es ist ein richtiges Pokémon, aber wer weiß, was die Entwickler für richtiges Pokémon oder was die damit, ja, bezeichnen. Es ist etwas seltsam. So irgendwo links hier durch wahrscheinlich. Hab ich dann wahrscheinlich übersehen, oder? Ach ja, das war doch da unten in der Höhle. Ich will jetzt nicht kämpfen. Ein Sonderbonbon. Wort hast du gefunden und Wort hast du gewählt. Hä? Was labert der? Oh Mann. So vor Kanoa. Mit einem Enteron, okay. Auf jeden Fall, ich würde mir zwar wünschen, dass es ein richtig gutes Pokémon wird, aber bin skeptisch, sage ich euch ganz ehrlich. Und TM35 Flammenwurf. So, jetzt checke ich aber ganz kurz, ob es noch hier im Canyon irgendwie nochmal was gibt. Also nur Canyon. Nein, im Canyon gibt es nichts mehr. Es gibt zwar noch auf der Ebene von Pony was, aber wie gesagt, ist mir völlig egal. Mir geht es um den Canyon. Ja, aber auch wenn es eine neue Generation gibt, fände ich es nicht schlecht, aber dann sollen sie doch bitte bessere Pokémon designen als hierbei. Also das war ja... Das war irgendwie nix. Ich finde auch die Alola-Formen finde ich nicht schön. Die meisten jedenfalls. Dreh dich mal ein Stück. Zug, also Ding, ich fand Bulnona fand ich gut. Ich fand Sandama gut. Aber es gab nicht mal eine neue Evoli-Entwicklung. Das hat mich am meisten irgendwie überrascht, dass es nicht eine neue Evoli-Entwicklung gibt. Normalerweise gibt es in jedem Pokémon-Spiel oder in jeder Generation ein neues Evoli.
Warte, nee, warte mal. In Ding gab es kein neues. In Schwarz und Weiß. Und Schwarz und Weiß 2 gab es auch kein neues. Weil es fehlen noch voll viele Typen. Kampf, Drache. Zum Beispiel. Das waren nochmal zwei. Unlicht gibt's, Psycho gibt's auch, Käfer fehlt. Also von daher, es fehlen noch einige. Gut, aber es fehlen auch noch einige TMs, die wir sammeln müssen. Es geht weiter wieder zurück zum Royal Avenue. Und zwar diesmal ins, was haben wir da, Schnäppchenparadies von einem Hypno. Ich hasse Hypno. Bekommen wir da die TM 44 Erholung. Na, ich bin ein bisschen müde. Was ist das da? Nein, das war's nicht. Im Schnäppchenparadies. Wahrscheinlich das da drüben gleich. Da steht etwas auf der Brust des Hypnos. Ich bin ein armes Hypno. Habt Mitleid mit mir. Das unheimliche Hypno starrt dich unentwegt an. Wow, das willst du mir wirklich alles geben? Was wie ein Hypno ausgesehen hat, ist in Wirklichkeit ein Mensch im Pokémon-Kostüm. Da hat aber einer die Spendierhosen an. Natürlich hatte ich darauf gehofft, dass irgendwann mal jemand einen Geldbeutel zücken würde, wenn ich mich als Pokémon verkleide. Fehlanzeige, bis du in mein Leben gekommen bist. An dir sollte sich alle Menschen ein Beispiel nehmen. Ich bin so gerührt, dass ich dir jetzt das hier überreichen muss. TM 44 Erholung. Ist das nicht der eine komische Typ? Diese TM enthält eine Attacke, die wie gemacht ist für ein Hypno. Damit begnügst du dich auch besser. Dein Geld gebe ich dir nämlich nicht zurück. In diesem Sinne, ich stelle mich dann mal wieder an meinen Platz zurück. Ach, und sprich mich bitte nicht mehr an, sonst fliege ich noch auf. Ja, das ist doch der gleiche Typ, der sich auch als Machomai verkleidet hat. Mit den Golferinnen. Oh man, was ist los mit dir? So, Holy City.